Das, was junge Menschen am meisten motiviert, ist wenn wir die Generation als Altersgruppe begreifen, dann sind wir mit der Generation Z bei den Geburtsjahrgängen 1995 bis 2010. Und da ist speziell, ganz besonders für die Generation Z, dass sie die erste Generation ist, die diese Zeit, als man eine SMS schicken musste oder einen Brief, um mit Leuten zu kommunizieren, die kennen die nicht mehr. Weil Smartphone hat tatsächlich echt viel verändert. Wie verbindlich ist es, wenn ich mich mit Kumpels verabrede und aber 5 Minuten davor noch schnell posten kann, ach ja, du, ich komme doch nicht. Ganz normal auch, ein Smartphone dabei zu haben, immer connected zu sein, diese Angst, Sachen zu verpassen. Wenn du dir die Arbeitswelt anschaust, der fängt nicht an Kopfrechnen, sondern hey Siri, hey Alexa, was ist 13 mal 18? Was in Zukunft zählen wird es? Kompetenz, führen auf Augenhöhe. Dafür haben junge Menschen Respekt. Aber einfach nur, weil jemand mehr weiß oder länger da ist. Dass Grenzen verhandelbar wirken, ist eine echte Veränderung, weil es für Eltern auch wirklich anstrengend ist, heute diese Grenzen klar einzufordern. Junge Menschen haben diese Erwartungshaltung, ich möchte mein Feedback von meinem Chef genauso schnell, wie wenn ich etwas auf dem Smartphone poste. Das, was junge Menschen am meisten motiviert, ist Spaß. Wenn Leute Spaß haben, bessere Arbeitsatmosphäre, bessere Leistungsmotivation und weniger Kranktage. Das Schöne ist, die Generation Z ist nicht allein. Das ist, was alle Generationen am meisten wollen, wenn es darum geht, für irgendwas motiviert zu sein. Nur die Generation Z, sie will nicht nur Spaß, sondern sie fordert ihn auch ein. Arbeitsatmosphäre ist das Thema, was gute Arbeit ausmacht. Für die Generation Z, für die Generation Y, sich um gute Arbeitsatmosphäre zu kümmern, ist unerlässlich. Was für die Generation Z total klar ist, das ist, dass Arbeit nicht über allem steht und dass andere Bedürfnisse einen sehr hohen Stellenwert haben. Work-Life-Balance ist eins der Themen, die die Generation Z ganz oben sieht, aber es bedeutet dann doch immer was Unterschiedliches. Dann noch Beziehung, dann noch Weggehen. Ich muss anfangen, Abstriche zu machen. Dann kommt die Frage, wie wichtig ist mir dieser Job? Wenn der Arbeitgeber es schafft, Dinge, die dem Arbeitnehmer in dem Life wichtig sind, abzubilden. Also es ist häufig nicht mehr, als wie eine Führungskraft eine Aufgabe überantwortet. Du bekommst diese Aufgabe, das müssen wir tun, weil das ist unser Part, um dieses oder jenes zu erreichen. Und wenn wir das erreichen, dann hat das diese oder jene Auswirkung. Dann habe ich diese Aufgabe mit Sinn angereichert. Ich habe den, der die Aufgabe ausführen darf, in eine Selbstwirksamkeit gebracht und in eine Lernsituation. Und die Ziele, die dieser Mensch im Life hat, mit in den Job gebracht. Und dadurch bin ich bereit, mehr mich zu engagieren für meinen Job. Ich glaube nicht, dass es aus Sicht des Unternehmens der heilige Gral ist, alles Mögliche anzubieten. Wenn die Menschen im Büro nicht zusammenkommen, dann kann dieses Miteinander dort nicht entstehen. Diese Arten von Incentives werden künftig noch eine zentralere Bedeutung haben, um Miteinander, Teamgeist und eine Beziehung zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern fördern. Wenn junge Menschen viel Feedback wollen oder so eine Art von Coaching-Beziehung, es muss gar nicht immer der Chef sein. Häufig ist es den Jungen sogar lieber, wenn sie einen Kollegen haben, der nicht in der hierarchisch höher gestellten Position ist, der Feedback gibt, weil man sich da eher traut, bestimmte Fragen zu stellen oder nicht gleich das Gefühl hat, sich die Blöße zu geben, wenn man jetzt nach dem oder nach dem fragt.